Hallo meine Lieben, ich habe heute wieder ein Buch für euch, was ich euch vorstellen möchte. Und zwar ist es ein Science-Fiction-Roman. Ich war erstmal ein bisschen geschockt, weil Science-Fiction ist nicht so meine Welt. Aber in diesem Buch, also mit diesem Buch, bin ich so ein bisschen vom Gegenteil überzeugt worden. Es hat mir richtig gut gefallen und ihr wollt jetzt sicher wissen, wie es heißt, ne? Es ist das Eden-Projekt von Paul Lung. Das ist sein Debütroman und es ist im Hybrid-Verlag erschienen. So. Und jetzt möchte ich euch eine kleine Textstelle daraus vorlesen. Worum es geht? Ich lese euch mal kurz den Klappentext vor. Der freiberufliche IT-Techniker Eli Gaydor ist ein Eigenbrötler, aber einer der besten seines Fachs. So erhält er auch den Auftrag, die Zerstörung eines Kommunikationsrelais zwischen Erde und Mars zu untersuchen. Als er durch diesen Auftrag in Tatverdacht gerät, ist er gezwungen, unterzutauchen. Im Versuch, seine Unschuld zu beweisen, muss er bald erkennen, dass er nur ein Spielball größerer Mächte ist, die nicht nur seine Existenz bedrohen, sondern die ganze Welt. Ja, es ist Science Fiction, definitiv. Am Anfang des Romans habe ich mich ein bisschen schwer getan. Es war recht technisch und das ist am Ende wurde mir auch klar, warum, nachdem ich dann gelesen habe, wo der Autor eigentlich herkommt, aus welchem Bereich. Und man soll ja darüber schreiben, wo man sich auskennt und das hat er definitiv hier getan. Es ist aber nicht zu viel, also keine Angst. Man kommt dann recht schnell rein mit dem Lesen und es ist eine packende Geschichte, eine schöne Geschichte, wie ich finde. Und sie hat auf jeden Fall eine Botschaft. Eine Botschaft, dass es sich wirklich lohnt, um diese Welt zu kämpfen. Und ich möchte euch jetzt eine kleine Textstelle daraus vorlesen. Er brauchte frische Luft. Draußen auf der Terrasse erschien ihm alles unwirklich. Fand dieser Anruf tatsächlich statt? Ein Blick auf den Bildschirm seines Telefons bestätigte es. Ein beunruhigender Gedanke durchzuckte ihn. Wenn man ihn verdächtigte, überwachte man ihn bereits? Das Smartphone, die Kameras. Sein Blick wanderte zu den beiden Kameraobjektiven, die in seiner Abwesenheit dafür sorgten, dass er von der Ferne stets sein Haus im Blick behielt. Hielt er sich hier auf, schaltete er die Überwachungsanlage ab. Doch jetzt leuchtete das kleine, rote Licht neben der Linse, die Kamera zeichnete auf. Doch nicht er selbst überwachte das Haus, sein Haus überwachte ihn. Achtlos ließ er das Smartphone auf die Bretter der Terrasse fallen. Drinnen riss er die Sicherungen aus dem Kasten und augenblicklich erloschen alle Lichter. Tief atmend lehnte er sich an die Wand und überlegte. Irgendjemand verschaffte sich Zugang zu seinem System. Denneck sprach von Beweisen, die diese Agenten hätten. Jubelte man ihm etwas unter? Er musste an die gefälschten Daten der Astronomen denken. Auch hier spielte jemand mit ihm. War er der Ball in einem großen Spiel, das er noch nicht verstand? Doch welches Ziel verfolgten die Spieler? Das zerstörte Relais. Vielleicht stellte es einen Teil des Puzzles dar. Folgten weitere Anschläge? Denn dass das Kommunikationsrelais keiner natürlichen Ursache zum Opfer fiel, sah er inzwischen als bestätigt. Nein, entschied er. Die Rolle als Spielball gefiel ihm nicht. Er musste handeln. Aber zuerst musste er untertauchen. Wenn die ihn verhafteten, degradierten sie ihn zum passiven Zuschauer. Er aber musste als Aktiver auf dem Spielfeld, um die Regeln zu verstehen. Mehr verdächtig konnte er sich ohnehin nicht mehr machen. Hektisch packte er seinen großen Reiserucksack. Die wichtigsten Dinge mussten mit. Klamotten, Essen für die nächsten Tage, sein kleines Überlebenspaket, das er immer mitnahm, wenn er wandern ging. Elektronische Geräte ließ er allesamt liegen. Nach einigem Überlegen schnappte er sich aber dann doch noch zwei Speichersticks mit wichtigen Daten und ein Kartenlesegerät. Mit Bargeld ließ sich kaum mehr irgendwo bezahlen. Alles lief über Kreditkarten. Auch wenn es ihn anwiderte, auf die Erfahrungen seines alten Lebens zurückgreifen zu müssen, er musste sich wohl oder übel eine Karte fälschen.
Die Umstände zwangen ihn dazu. Linus maunzte und strich um seine Hosenbeine, als er sich die Schuhe anzog. »Du kommst schon zurecht«, brummte Eli und streichelte dem Tier über den Kopf. Dann stand er aber nochmal auf und legte zwei Packungen Trockenfutter auf den Boden, nur zur Sicherheit. Er wusste nicht, wann er wieder zurückkehrte, ob er das überhaupt irgendwann wieder könnte. Sein Jeep parkte wie immer vor dem Haus. Misstrauisch blickte er über den Himmel und lauschte, aber es ließ sich nichts hören. Vorsichtshalber riss er noch alle Stecker aus dem GPS-System des Wagens, dann brauste er die holprige Straße hinunter. Ja, und wie es dann weitergeht? Es geht rasant weiter, kann ich versprechen. Es ist, ja, er begibt sich jetzt gleich auf die Flucht und eigentlich durchzieht dieser ganze Roman, ist er auf der Flucht und versucht auf dieser Flucht zu beweisen, dass er nicht der Verursacher des Ganzen ist. Und ob ihm das gelingt, ja, dann lest einfach das Buch. Ciao.